Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 7 Biohazard. Wir sind in mir auf dem Schiff mit Evelyn und die möchte, dass wir uns dieses Tape angucken. Wir haben leider keine Wahl, von daher alte Videokassette. Go for it. Dann schauen wir mal, was Evelyn von uns will. C-Transport-Log, Top-Secret. Errungenschaft freigeschaltet, Rückspuren nicht vergessen. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Alles zu bedeuten. Habe ich gerade richtig gesehen? Maschinengewehrmunition? Ach du Scheiße. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Drowney und Physikerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigung zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Yay. So, was haben wir denn hier für Gear? Gar kein. Oh, okay, nevermind. Wir haben P90 Maschinengewehr. Und ein Überlebensmesser. Ja, gut. Evelyn! Wir nehmen hier erstmal ein bisschen Stuff mit. Da gucken wir hier erstmal kurz. Seite verschlossen. Irgendwie ruckelt das Spiel gerade merkwürdig. Von der anderen Seite verschlossen. Und hier kam ich her. Ja. Gut, dann haben wir da noch eine Double Door, wo wir reingehen können. Was wir testen werden. Es regnet. Das gefällt mir nicht, dass wir hier so viel Munition finden. Was?
Nee, warte mal. Gott, das wird jetzt gleich ein... Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay, wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Okay, das heißt, ich nehme den Fahrstuhl in eine andere Etage, oder was? Ja, erstmal alles daneben setzen, ist richtig clever von Spiel, hör auf zu ruckeln, bitte. Okay, du bist tot. Alter. Evelyn, hier bleiben. Locker ist da jemand drin. Da kommen wir nicht so einfach durch. Bomben mit Fernzünder, alles. Finde ich aber gut, dass wir hier eine Art Bison oder sowas haben. Da haben wir wenigstens einiges an Munition im Magazin. Das ist noch nicht lange tot aus. Evelyn. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmeißen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Yeah.
sich so das Schloss wegkratzen? Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Da kommen wir nicht durch. Da bist du ja. Hi. Evie, warte! Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir nur Sorgen, wie du Emily zurückbekommst. Er lasst zusammen. Das würde ich wohl als Worth bezeichnen. Nicht einmal reingeguckt zu haben. Oh, hier brennt alles. Evie! Jetzt haust du ins Dritte ab. I dare you, motherfucker. I fucking dare you. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Scheiße, ja. 2F. Verdammt. Wie ist oben? Alan, kriegen wir nicht mal die Strippe. Alan? Alan, wo zur Hölle bist du? Oh, ich glaube, ich möchte hier reingucken. Ich möchte, dass Wasser drin ist. Ich habe jetzt 6 Bomben mit Fernzündern. Wofür brauche ich die? Holy fuck.
Ey, und ohne Geräusche zu machen, kommt er um die Ecke. Hab ich mich erschrocken, Leute. Mieser Motherfucker, ey. Oh, hier könnte ich auch noch reingucken. Aber dann habe ich keins mehr. Nee, nee. Mit so vielen, das ist doch unfair. Lass mich umgucken. Da scheint erstmal nirgends mehr jemand zu sein. Ist hier irgendwas an Loot, das ich gebrauchen kann? Nö, schade. Dritter Floor. Eevee, wo bist du? Wieder in dem Raum, wo ich eben gerade war. Oder auch nicht? Nee, hier geht's weiter. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Scheinbar nicht. Alan! Wie bist du hergekommen? Wo ist Eevee? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Mischstück. Nie hat sie... Okay, warte. Eevee, nein, Eevee, Eevee. Alan, hör zu. Ich hab's nicht so gemeint. Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen. Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Lass mich nicht an! Lass mich hochgucken. Leute, ich möchte nur endlich wieder speichern können. Was ist denn los? Das ist die Nachricht, die sie für Ethan aufgenommen hat. Ethan. Du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Darf ich mir bitte hier? Ich will mir die andere Mediadatei angucken. Was ist die andere Mediadatei? Darf ich natürlich nicht. What the fucking hell? Wir
Wir werden für immer zusammen sein. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Just... What the fuck? Oh, wir können hier speichern, Gott sei Dank. Was? Was geht? Erstmal, warum wusste ich nicht, dass Mia eine hoch ausgebildete Militärspezialistin ist, die den Umgang mit Evie zu pflegen... Ja, okay, natürlich, weil es Top Secret war, wusste ich es nicht. Aber what the fucking hell? Da wäre doch die Überlegung gewesen, ob man nicht vielleicht hätte Mia wählen sollen. Ob das überhaupt einen Unterschied gemacht hätte, ob man Mia oder Zoe wählt. Wir safe mal. Ich möchte mal aber einen neuen Speicherstand anlegen. Vielleicht möchte ich nämlich mal gucken, was passiert, wenn man die andere Person auswählt. Nichtsdestotrotz, Leute, ich bin brainfucked. Was geht hier ab? Es wird weiterhin spannend. Wir müssen uns irgendwie um Evie kümmern. Die muss platt gemacht werden. Die muss aus der Welt radiert werden. Sonst geht das hier alles nicht gut aus. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, haut rein, bis die Tage. Ciao, ciao.